Von allen Söhnen des Fëanors sind Karanfir und Curufin wohl die temperamentvollsten. Karanfir, der vierte Sohn Fëanors, war barsch und schnell entzürnt. Dieses eher düstere Verhalten sowie seine langen schwarzen Haare brachten ihm den Beinamen der Dunkle ein. Jedoch glich Curufin seinem Vater am stärksten in Aussehen, Temperament und Fähigkeit. Kelegorm hingegen war ein geschickter Jäger und darum freundete er sich mit dem Valar Orome an. Von ihm lernte er die Sprache der Tiere. Eines Tages schenkte Orome ihm den Hund Huan. Sie wurden alle drei in den Jahren der Bäume in der Stadt Tirion auf dem Hügel Tuna in Valinor geboren. Curufin heiratete dort eine unbekannte Elbenfrau, welche ihm einen Sohn gebar. Dieser Sohn erhielt den Namen Celebrimbor. Er sollte später in den Jahren des zweiten Zeitalters für seine Schmiedekunst berühmt werden, welche er zweifellos von seinem Vater und Großvater erbte. Diese nutzte er, um die Ringe der Macht zu erschaffen. Celebrimbor sollte jedoch schon bald von seiner Mutter getrennt werden, denn als der dunkle Herr Morgoth die Silmaril stahl und die Söhne des Fëanor einen Eid auf deren Wiederbeschaffung schworen, folgte er ihnen nach Beleriand. Um dorthin zu gelangen, benötigten sie allerdings die Schiffe der Teleri, doch diese weigerten sich, sie Fëanor und seinen Söhnen zu übergeben, da es nicht dem Willen der Valar entsprach. Darum versuchten Fëanor und seine Söhne, die Schiffe mit Gewalt zu nehmen. Diese resultierte im sogenannten Sippenmord von Al-Qualonde, bei dem die Noldor zahlreiche Teleri töteten. Trotz dieses abscheulichen Aktes führte Fëanor eine Gruppe von Noldor mit den erbeuteten Schiffen über das Beleger nach Beleriand, wo sie im Fjord von Drengist landeten und Curufin mit einigen anderen Elben die Schiffe verbrannte. Somit blieb ihnen keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Der einzige Weg war vorwärts, hinein in die Lande von Beleriand. Dort hörte Celegorm von einem Orkangriff auf die Häfen von Círdan und den Fallas. Er führte einen Teil der Elben in das Tal des Sirion, wo sie Círdan aus seiner Not halfen und die Orks in den Fen von Serech trieben, wo die meisten von ihnen ihr Ende fanden. Der Rest der Elben zog ostwärts, allerdings blieb ihre Ankunft nicht unbemerkt. Als sie in Mithrim lagerten, wurden sie von den Dienern Morgoths angegriffen, und es kam zur Dago Nuin Giliath, der Schlacht unter den Sternen. Sie sollte die erste von vielen Schlachten zwischen Morgoth und den Noldor sein. Während die Söhne Fëanors überlebten, starb ihr Vater, Fëanor. Dennoch waren seine Söhne noch immer an den Eid gebunden. Sie verteilten sich nach ihrem Sieg in der Dagor Aglareb im Norden Beleriands und gründeten entlang der Südgrenze der Ardegalen ihre eigenen Reiche und begannen so die langanhaltende Belagerung von Angband, der Festung Morgoths. Curufin zog mit seinem Bruder Celegorm zum Pass von Argelon, welchen sie befestigten. Damit schützten sie nicht nur die Ebene von Himlath, sondern auch Doriath, das Reich des Elbenkönig Elufingol. Karanfir reiste derweil weiter gen Osten, wo er schließlich auf die Zwerge traf. Obwohl er kein Freund der Zwerge war, so sah er sie trotzdem als wertvolle Verbündete im Kampf gegen Morgoth. Er errichtete sein Reich in Phargelion und seine Feste an den Ufern des Helleworn-Sees an den Westhängen der Eredluin. Sein Reich erlangte große Reichtümer, da die Zwerge Handel mit den weiter westlich gelegenen Elbenreichen trieben und diese Güter erst seine Grenzen passieren mussten. So kam schließlich auch Curufin in den Kontakt mit den Zwergen. Anders als sein Bruder Karanfir baute er gute Beziehungen mit ihnen auf und lernte sogar ihre Sprache. Tatsächlich wurden seine Beziehungen so gut, dass der Zwergenschmied Telchar ihm das Schwert Angrist fertigte. Curufin wachte weiter über die Lande von Himlath, und so kam es, dass seine Reiter eines Tages den Dunkelelben Eol erwischten, als er Arefel und Mägelin, seine Frau und sein Sohn, über die Ebene verfolgte, da diese aus seinen Fängen entflohen waren. Sie brachten ihn zu Curufin, welcher die Lügen des Dunkelelben durchschaute. So bat Eol gehen zu dürfen, und er dankte Curufin, als dieser es gestattete. Dabei verärgerte er den Noldor jedoch, als er sich selbst als Noldor durch Heirat bezeichnete, obwohl diese Heirat erzwungen war. Die Gesetze der Eldar verbaten es, Curufin jedoch Eol zu töten. Stattdessen riet er ihm, in seine Heimat Nan-Elmoth zurückzukehren, da er den Tod des Dunkelelben vorhersah, falls dieser seiner entflohenen Familie weiterfolgen sollte.
Diesen Rat ignorierte Eol jedoch. Er folgte Meglin und Aredel nach Gondolin, wo er schließlich sein Ende durch die Hand von Turgon fand. Sowohl Curufin als auch Karanfir kämpften zusammen mit den anderen Noldor in der Dagor Bragolach im Jahr 455 des ersten Zeitalters. In dieser Schlacht entfesselte Morgoth die Stärke Angbands und enthüllte den Drachen Glaurung. Dieser verwandelte die einst grüne Ebene von Ardgalen in die Anfaugelith, die Ebene des erstickenden Staubes. Während dieser Schlacht drangen die Orks durch die Verteidigungen beim Pass von Agolon und zwangen Curufin und Celegorm zur Flucht nach Nargothrond, wo sie von Finrod willkommen geheißen wurden. Auch Karanfirs Stellung wurde überrannt. Er schloss sich seinen Brüdern Amroth und Amras an, welche mit Hilfe der Legil einen Wachposten auf Armon Ereb hielten. Allerdings war noch nicht alles verloren, da Maedhros die Festung Himring halten konnte und von ihr aus den Pass von Agolon und die umliegenden Lande zurückerobern konnte. So kehrte Karanfir möglicherweise wieder zu seinen alten Landen zurück. Diese wird auch dadurch bestärkt, dass er Ulfang und seinem Clan von Ostlingen die Ebene von Lothlan, nördlich von Fangelion und Himring, überließ, als diese in seine Dienste traten. Curufin und Celegorm lebten derweil weiter in Nargothrond, wo schließlich auch der Mensch Bären eintraf. Dieser bat Finrod, den König von Nargothrond, um Hilfe, und dieser gewährte sie. Er sammelte Männer, um Bären zu unterstützen, doch Curufin und Celeborn schürten Angst unter den Elben Nargothronds, um diese Unternehmung zu sabotieren, da Bären nichts weniger wollte als die Silmaril selbst, damit er seine geliebte Lúthien heiraten könne. Obwohl nur wenige Männer ihm folgten, zog Finrod mit Bären. Bei dieser Unternehmung fand er jedoch den Tod durch die Klauen eines Werwolfs in den Kerkern Saurons. So wurde Orodreth der neue König Nargothronds. Dieser wandte sich jedoch gegen die Söhne Fëanors, als diese Lúthien, Tochter von Elofingol, gefangen nahmen und nach Nargothrond brachten, da Celegorm ihre Hand wollte. Doch Lúthien wurde von Huan, welcher Celegorm entsagte, befreit und die beiden Söhne Fëanors wurden aus Nargothrond verbannt. Die Taten von Curufin und Celegorm hatten schwerwiegende Folgen, da sie sowohl Orodreth als auch Fingol, Lúthiens Vater, verärgert hatten. So weigerten sich beide, dem Bund von Maedhros beizutreten. Dieser Bund führte einen Gegenschlag gegen Morgoth, welcher die Nirnaeth Anwediat entfachte. Während dieser Schlacht entpuppte es sich als Fehler von Karanfir, den Ostlingen zu vertrauen, denn diese in Wahrheit der Morgoth ergeben waren. Sie verrieten die Noldor und die Schlacht endete in einem Desaster für die Söhne Fëanors. Sie verloren ihre Stellungen im Norden Beleriands und mussten erneut in den Süden fliehen. Als sich die Gerüchte über einen Silmaril in Doriath unter den Elben Beleriands ausbreiteten, rief Celegorm die Söhne Fëanors zusammen. Gemeinsam marschierten sie nach Doriath, wo inzwischen Dio, Sohn von Bären und Lúthien, den Thron bestiegen hatte, nachdem Elufingol von den Zwergen Nogrods erschlagen worden war. Tatsächlich befand sich ein Silmaril eingeschlossen in der Zwergenhalskette Nauglamir in seinem Besitz. So griffen die Söhne Fëanors in der Mitte des Winters des Jahres 506 des ersten Zeitalters Doriath überraschend an. Sie drangen in die Hallen von Menegroth ein, wo sie die Elben Dios niedermetzelten. Dies war der zweite Sippenmord der Noldor. Im Chaos der Schlacht tötete Dio Celegorm und auch Karanfir und Curufin verloren ihr Leben. Allerdings wurde auch Dio getötet, ebenso wie seine Frau Nimloth. Seine Söhne Eluret und Elurin wurden von Celegorms Männern entführt und in den Wäldern zum Verhungern zurückgelassen. Mit diesem Massaker fiel das Reich von Doriath endgültig. Trotz ihrer Anstrengungen war der Versuch der Söhne Fëanors einen Silmaril zu erlangen gescheitert, da Elwing, Tochter von Dio und Nimloth, mit ihm in den Süden zur Mündung des Sirion floh. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.